Seit den Anfängen der Fliegerei vor über 100 Jahren wurden Flugzeuge darauf getrimmt, immer weiter, höher und schneller zu fliegen. Dabei wurden die Grenzen für Mensch und Maschine in Bereiche verschoben, die früher als unerreichbar galten. Wir haben 5 dieser herausragenden Flugzeuge genau unter die Lupe genommen. Welche dieser revolutionären Maschinen aber ist die gewaltigste, die schnellste? Es ist immer gut, irgendwo der Beste zu sein. Welche die stärkste und welche kann am weitesten fliegen? Sie war eine Ikone und ist noch immer zukunftsweisend. Welche braucht die kürzeste Startstrecke und welche steigt am höchsten? Für einen Kunstflieger ist sie das Größte. Auf unserer Suche nach Glanzleistungen der Luftfahrt sind wir um die Welt gereist, haben getestet und bewertet, um die jeweils Besten zu ermitteln. Heute das ultimative Superflugzeug. Jedes Jahr reisen mehr als 3 Milliarden Menschen mit dem Flugzeug, sei es geschäftlich, zum Spaß oder weil es ums Überleben geht. Wir lassen 5 außergewöhnliche Maschinen gegeneinander antreten. Diese Maschinen wurden ohne Kompromisse konstruiert. Die sind echt Spitzenklasse. Die Boeing 747-400ER, die Ultralangstreckenversion des altbekannten Jumbos. Die F-22 Raptor, der Überschall-Tarnkappenjäger der US-Luftwaffe. Die Extreme Air XA-42, eine revolutionäre Hochleistungsmaschine für den Kunstflug. Die Cessna Citation X, das schnellste Geschäftsflugzeug der Welt. Und die Concorde, die legendäre Überschallmaschine, die im Passagierverkehr völlig neue Maßstäbe setzte. 5 Flugzeuge, 5 technische Meisterwerke. 5 Tests sollen uns zeigen, welches davon das Beste ist und alle anderen überragt. Im ersten geht es um die Geschwindigkeit. Wie schnell können unsere Kandidaten fliegen? Auf dem 5. Platz landet die XA-42. Ihre Höchstgeschwindigkeit von 417 Kilometern pro Stunde ist beeindruckend für ein Sportflugzeug. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Andere Kunstflugmaschinen müssen bei ihren Figuren ein Tempolimit einhalten. Die hier nicht. Sie kann jedes Manöver mit Topspeed fliegen. Ziemlich beängstigend. Platz 4 belegt die Boeing 747ER mit einer Reisegeschwindigkeit von 920 Kilometern pro Stunde. Sie ist der langsamste Jet in unserer Runde, aber auch bei weitem der größte. Silvester feiern auf 2 verschiedenen Kontinenten innerhalb von 24 Stunden? Mit dieser Maschine kein Problem. An dritter Stelle die Citation X. Ihre Höchstgeschwindigkeit von 1144 Kilometern pro Stunde liegt nur knapp unter der Schallgrenze. Nur mit einer Militärmaschine könnte ein eiliger Geschäftsmann noch schneller reisen. Der 2. Platz geht an die Concorde. Sie hat nicht nur die Schallmauer durchbrochen, sondern mehr Zeit im Überschallbereich verbracht als jedes andere Flugzeug. Sie war die Spitzenmaschine ihrer Zeit. Und Vergleichbares kommt wohl so bald nicht nach. An erster Stelle ein Raubvogel, der den Himmel mit mehr als 2-facher Schallgeschwindigkeit durchschneidet und dank seiner Tarnkappe für den Feind kaum zu entdecken ist. Die Raptor. Der Hightech-Kampfbomber der US-Luftwaffe. Ihre genaue Höchstgeschwindigkeit ist geheim, liegt aber über der doppelten Schallgeschwindigkeit. Die Raptor fliegt ihren Einsatz und ist wieder weg, bevor sie entdeckt wird. Die Holloman-Luftwaffenbasis in New Mexico. Heimat des 49. Jagdgeschwaders und seiner Schwadron von F-22-Kampfflugzeugen. Nur wenige Auserwählte kommen je ins Cockpit dieser 150 Millionen Dollar teuren Maschinen. Major Gringo Tallis ist einer von ihnen. Tallis ist nicht nur F-22-Pilot, sondern bildet auch andere Flieger auf dieser Maschine aus. Er ist dafür verantwortlich, dass sie später eines der schnellsten Flugzeuge beherrschen, die je gebaut wurden.
Die F-22 ist die ultimative Kampfmaschine. Sie ist ein Waffensystem von unvorstellbarer Flexibilität und Kampfkraft, mit dem man Einsätze von größter Präzision in wahnwitziger Geschwindigkeit fliegen kann. Heute wird Talos drei Raptor-Piloten dieser Basis in einem simulierten Kampfeinsatz testen und bewerten. Captain Andrew Gray hat schon über 200 Flugstunden am Steuerknüppel einer Raptor verbracht. Heute wird er all seine Erfahrung als Kampfpilot brauchen, bei einem Einsatz, der sowohl Mensch als auch Maschine an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen wird. Wir führen heute ein Luftkampfmanöver durch. Auf der einen Seite sind mein Flügelmann und ich, auf der anderen unsere Gegner, die wir ausschalten müssen. Der Pilot, dem es am besten gelingt, die Maschine zum Teil seines Körpers zu machen, wird am Ende gewinnen. Bei dieser Übung wird Gray G-Kräften vom Zehnfachen seines Körpergewichts ausgesetzt und Geschwindigkeiten von fast 2.500 Kilometern pro Stunde erreichen. Good to see you today, man. Morning, sir. Good to see you guys. Everything good to go with the jet? Code 1? Awesome. Wenn wir zur Maschine kommen, haben die Servicekräfte den Jet meistens schon in den Code-1-Zustand versetzt. Also soweit startklar gemacht, dass wir gleich losfliegen können. Im Allgemeinen haben sie so gut gearbeitet, dass ich kaum noch Fragen habe und eigentlich die Triebwerke gleich anwerfen könnte. Es ist 11 Uhr. Andrew Gray sitzt schon im Cockpit und lässt die Raptor zur Startbahn rollen. Dank einer Schubkraft von mehr als 300 Kilonewton hebt der Jet schon nach wenigen Sekunden ab und ist in seinem Element. Grays Aufgabe ist jetzt, die Kraft und Wendigkeit der Raptor zu nutzen, um in Schussposition zu kommen. Und dafür zu sorgen, dass er nicht selbst abgeschossen wird. Überall am Jet sind Sensoren angebracht, die mir Informationen liefern. Als Kampfpilot muss ich nämlich nicht nur wissen, dass da draußen was ist, sondern was es ist. Mit diesen Daten kann ich blitzschnell Freund von Feind unterscheiden, die Gefahrenlage einschätzen und dementsprechend reagieren. Wenn es tatsächlich zum Luftkampf kommt, ist die Raptor ein furchterregender Gegner. Als Tarnkappenjagdflugzeug ist es auf Distanz unsichtbar und in der Nähe unschlagbar. Das liegt an der Kombination aus aerodynamisch extrem effizientem Rumpf, innovativer Bordelektronik, Hightech-Bewaffnung und zwei gewaltigen Turbofan-Triebwerken mit Nachbrennern. Deren enorme Kraft erlaubt es der Raptor, mehrere hundert Kilometer pro Stunde schneller zu fliegen als die russische MiG-29M. Geschwindigkeit ist jedoch nicht alles. Ebenso wichtig wie der Antrieb ist die revolutionäre Steuerung der Maschine. Bei herkömmlichen Kampfjets manövriert der Pilot mit Hilfe von Quer-, Höhen- und Seitenruder. Die Raptor besitzt zusätzlich eine Schubvektorsteuerung. Die Auslassdüsen können um jeweils 20 Grad nach oben und unten geschwenkt werden, was die Wendigkeit enorm erhöht und Manöver zulässt, von denen andere Piloten nur träumen. Und genau darauf vertraut Captain Andrew Gray jetzt in dem simulierten Luftkampf über der Wüste New Mexicos. Er ist noch keine Stunde in der Luft, verzeichnet aber schon 4 Abschüsse und wurde bisher kein einziges Mal selbst getroffen. Die Übung verlief für ihn wie nach Maß. Zufrieden und erleichtert bringt er seinen Multimillionen-Dollar-Raubvogel wieder zur Basis zurück. Es war toll, dass wir uns da draußen weiter fit machen konnten für den Tag, an dem wir vielleicht gegen echte Feinde kämpfen müssen. Sollte der Ernstfall eintreten, können die Elitepiloten der US-Luftwaffe sicher sein, dass sie in einem der höchst entwickelten Jagdflugzeuge der Welt sitzen.
Beim Luftkampf nehme ich es mit jedem auf und mit der F-22 behalte ich sicher die Oberhand. Die erste Runde konnte die Raptor für sich entscheiden. Wie aber schlägt sie sich in der nächsten Disziplin? Bei der geht es um die Reiseflughöhe. Welcher unserer fünf Konkurrenten hat in dieser Kategorie die Nase vorn? Auf Platz 5 die XA-42. Konstruiert, um bei Flugshows Zuschauer und Juroren zu beeindrucken, braucht sie die Nähe zum Publikum. Ihre maximale Flughöhe liegt deshalb nur etwas über 4.500 Meter. Man könnte sie bestimmt auf größere Höhe tunen. Aber wer würde sie dann noch sehen? An vierter Stelle die Boeing 747ER. Sie kann bis zu 14 Stunden nonstop fliegen, und zwar in über 13.000 Metern Höhe. Bei solchen Langstreckenmaschinen dreht sich alles um Effizienz. Und in 13.000 Metern Höhe arbeiten die Triebwerke dieses Jumbos einfach am sparsamsten. Platz 3 belegt die Raptor. Die F-22 kann über 15.000 Meter hoch fliegen. Wie hoch genau, ist offiziell nicht bekannt. Und auf diese Höhe kann sie vom Start weg nahezu senkrecht steigen. Phänomenal. Zweiter Platz, die Concorde. Als sie noch im Dienst war, flog sie in mehr als 18.000 Metern Höhe mit Überschallgeschwindigkeit über den großen Teich. Darum ging's. Die Concorde sollte wahnwitzige Höhen erreichen, dort bleiben und 3 Stunden später war man über den Atlantik. Da die Concorde jedoch nicht mehr fliegt, holt sich den ersten Platz in dieser Disziplin mit einer Dienstgipfelhöhe von 15.545 Metern, die Citation 10. Wer mit Stil die Welt bereisen will, liegt mit der Citation richtig. Der Preis dafür ist aber heftig. Das Cessna-Flugzeugwerk in Wichita in Kansas. Seit 1927 hat Cessna über 200.000 Maschinen produziert. Ein Highlight ist dieser Business-Jet der Superlative, die Citation 10. Ihre Erbauer sind überzeugt, dass sie ihre Konkurrenz locker abhängt. Mike Voigt ist ihr Testpilot, ein erfahrener Flieger mit über 6.500 Flugstunden. Wir sind stolz, dass unsere Maschine schneller ist als jeder andere Businessjet. Es ist immer schön, irgendwo der Beste zu sein. Für dieses Versuchsmodell steht heute ein entscheidender Testflug an. Treten dabei Probleme auf, werden die Ingenieure vielleicht um Monate zurückgeworfen. Geht alles glatt, kommen sie dem Ziel wieder etwas näher, das schnellste Geschäftsflugzeug der Welt auf den Markt zu bringen. Die Citation 10 ist das Spitzenmodell des meistverkauften Businessjets der Welt. Um Kraftstoff zu sparen, kann sie in einer Höhe von 15.500 Metern fliegen, mit nahezu Schallgeschwindigkeit. Die Maschine ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit. Projektleiter Jeff Jonesmeyer war von Anfang an dabei. Weil sie so hoch und so schnell fliegt, mussten wir traditionelle Konstruktionstechniken mit neuen, innovativen kombinieren. Hier sehen wir zum Beispiel herkömmliches Aluminium und dort diese extrem festen Verstärkungen und zahlreiche Niete, um die Stabilität zu erhöhen. Später kommt hier noch eine sehr leichte, hochfeste Haut aus Verbundmaterial drüber. Die Dienstgipfelhöhe der Maschine liegt bei 15.500 Metern. Kaum ein anderes kommerzielles Flugzeug erreicht das. Je höher man in der Atmosphäre steigt, desto geringer wird der Luftdruck, wobei der in der Kabine natürlich stets so gehalten wird, dass die Passagiere atmen können. Der gewaltige Unterschied zwischen Außen- und Innendruck aber erfordert, den Rumpf extrem stabil zu bauen. Die Citation 10 ist das Ergebnis unermüdlicher Arbeit von Ingenieuren, Monteuren und Designern. Es dauert Jahre, um ein derart komplexes und technisch effizientes Flugzeug zu bauen. Damit ein 10 Tonnen schwerer Jet auf beinahe Schallgeschwindigkeit beschleunigt, braucht er einen kräftigen Antrieb.
Dafür sorgen in diesem Jet zwei Rolls-Royce-Turbofan-Triebwerke, die jeweils 31 Kilonewton Schub erzeugen. Die neue Maschine soll schnell und ökonomisch sein. Deshalb mussten sich die Ingenieure auch bei der Konstruktion der Tragflächen etwas Besonderes einfallen lassen. Während des Fluges fließt ein Teil des Luftstroms über, der andere unter der Tragfläche durch und erzeugt Auftrieb. Bei Jets, die mit annähernd Schallgeschwindigkeit fliegen, kann der Luftstrom oberhalb der Tragfläche Überschallgeschwindigkeit erreichen. Die Folge sind starke Verwirbelungen. Die Tragflächen der Citation 10 sind deshalb extrem flach gehalten, sodass sich die Geschwindigkeit des oberen Luftstroms verringert und der Jet schneller und sparsamer fliegen kann. Die Maschine wurde konstruiert, um sehr schnell und in Höhen oberhalb der überfüllten kommerziellen Flugkorridore zu fliegen. Dennoch kann sie nahezu überall landen. Sie wurde auf ein sehr hohes Tempo hin optimiert. Das erkauft man aber oft damit, nicht mehr langsam fliegen zu können. Deshalb haben wir hier elliptische Winglets montiert, die den Auftrieb erhöhen. Und diesen Vorflügel. Er wird beim Langsamflug ausgefahren und erhöht dann ebenfalls den Auftrieb. So können wir auf Flughäfen landen, die anderen größeren Maschinen verwehrt bleiben. Besonders ist auch die um 40 Grad angeschrägte Tragfläche. Dadurch reduziert sich der Luftwiderstand bei hoher Geschwindigkeit und wir können schnell und sparsam fliegen. Die Produktion der Jets hat schon begonnen. Keiner darf jedoch die Werkshallen verlassen, bevor die Versuchsmaschine nicht ihr Testprogramm erfolgreich beendet hat. Für die Zulassung der Citation 10 ist es wichtig zu wissen, wie sie sich in Extremsituationen verhält. Um das herauszufinden, wird Mike Voigt sie bis an ihre Grenzen belasten. Zunächst wollen wir sehen, wie die Maschine reagiert, wenn man sie beim Langsamflug überzieht und es zum Strömungsabriss kommt. Später dann tasten wir uns an ihre Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,935 heran. Angespannt verfolgt Projektleiter Jeff Jonesmeyer im Kontrollzentrum die Vorbereitungen. Es ist ein wirklich großer Tag für uns. Tausende Stunden haben wir daran gearbeitet und was wir im Simulator getestet haben, wird jetzt in der Praxis überprüft. Der Start ist freigegeben. Mike Voigt zieht die Citation 10 steil nach oben in den Testflugkorridor. Die Maschine ist vollgepackt mit modernsten Messinstrumenten. Die gesammelten Daten werden ständig an die Ingenieure am Boden übermittelt, die sie sofort analysieren. Als erstes wird überprüft, wie sich die Maschine bei einem sogenannten Slow-Speed-Stall verhält, bei einem Strömungsabriss im Langsamflug. In 7500 Metern Höhe richtet Mike Voigt den Jet horizontal aus und nimmt den Schub zurück. Die Maschine verliert an Geschwindigkeit. Zum Ausgleich nimmt der Pilot die Nase der Citation hoch, damit sie so lange wie möglich weiter horizontal fliegt. Ein Schütteln des Jets zeigt an, dass er kurz vor dem Abkippen ist. Seine Geschwindigkeit verringert sich um etwa einen Knoten pro Sekunde. Wenn der Anstellwinkel hier bei 25 ist, nimmt er vermutlich die Nase runter und taucht nach vorn ab. Und das passiert genau jetzt. Jetzt geht er runter. Sieht gut aus. Und sauber abgefangen. Perfekt. Die Citation hat exakt so reagiert, wie vorausgesagt. Als nächstes stehen die Geschwindigkeitstests an. Mike Voigt gibt vollen Schub und beschleunigt die Maschine so lange, bis sie ihre Maximalgeschwindigkeit von Mach 0,935 erreicht hat. Umgerechnet mehr als 1100 Kilometer pro Stunde. Auch das klappt problemlos. Pilot und Ingenieure können zufrieden sein. Jahre harter Arbeit haben sich offensichtlich gelohnt. Wir haben alle Tests für heute abgeschlossen. Sämtliche Daten sehen gut aus. Auch Mike meldet, dass alles okay ist. Wir freuen uns, Sie gleich in Empfang zu nehmen. Der Testflug war ein voller Erfolg.
Wenig später erhält das derzeit schnellste Geschäftsflugzeug problemlos seine Zulassung und geht in den Verkauf. Momentan liegen die Raptor, die Concorde und die Citation X alle gleich auf an erster Stelle. Wie aber schlagen sie sich bei der nächsten Disziplin, der Reichweite? Wie weit können unsere Superflugzeuge jeweils fliegen, bevor sie auftanken müssen? An fünfter Stelle die XA-42. Einzig gebaut, um wagemutige Kunststücke zu vollführen, kann sie doch über 4 Stunden in der Luft bleiben und dabei fast 1500 Kilometer zurücklegen. Sie ist nicht für die Langstrecke gedacht. Für eine Kunstflugmaschine ist solch eine Reichweite deshalb umso bemerkenswerter. Auf Platz 4 die F-22 Raptor, die Superwaffe der US Air Force. Unter Volllast haben ihre Triebwerke den Tank nach knapp 3000 Kilometern leergesaugt. Jede Stunde, die sie in der Luft ist, kostet $60.000. Dritter Platz, die Citation X. Sie kann 9 Passagiere bequem und mit allem Luxus fast 6000 Kilometer weit transportieren, bevor sie nachtanken muss. Das entspricht der Strecke von London nach New York. An zweiter Stelle die legendäre Concorde. Kein anderes kommerzielles Flugzeug hat den Atlantik jemals schneller überquert. Ihre Reichweite mehr als 6500 Kilometer. Den Rekord für die schnellste Überquerung stellte sie 1996 auf. Und der hat wohl noch eine Weile Bestand. Den ersten Platz belegt mit einer Reichweite von mehr als 14.000 Kilometern die Boeing 747ER. Sie ist nicht die schnellste Maschine der Flotte, aber sie kann Stunden um Stunden um Stunden fliegen. 8 Uhr morgens am Flughafen von Sydney. In der Nacht ist diese 747ER mit hunderten Passagieren aus Dallas angekommen, nach einem Flug von 13.800 Kilometern. Der Bodencrew bleiben jetzt exakt 6 Stunden, um die Maschine zu checken und eine umfangreiche Wartungsliste abzuarbeiten. Danach startet sie wieder zu ihrem nächsten Non-Stop-Flug auf die andere Seite des Globus. Jede Verzögerung verursacht Kosten von Tausenden von Dollar. Chefingenieur Alan Milne muss dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Weil die Maschine nur so kurz am Boden ist, müssen wir in dieser Zeit so viel Wartungsarbeiten wie möglich schaffen. Dafür sind dann etwa 50 Techniker und 20 Putzkräfte im Einsatz. Die 747ER wurde dafür konstruiert, extrem lange Strecken zurückzulegen, und zwar schneller als andere kommerzielle Flugzeuge. Mit 14.000 Kilometern kommt sie 800 weiter als ein Standard-Jumbo. Möglich wurde dies durch einige tiefgreifende Modifikationen. Gegenüber der Basisversion einer 747-400 wurde im Frachtraum ein zusätzlicher 10-Tonnen Treibstofftank installiert. Rumpf und Tragflächen wurden verstärkt, um die Stabilität zu erhöhen. Ebenso das Fahrwerk, damit es dem höheren Gewicht der umgebauten Maschine gewachsen ist. Noch 5 Stunden bis zum nächsten Start. Auf dem Non-Stop-Flug von Sydney nach Dallas wird diese Maschine 80% der Zeit über Wasser verbringen. Eines darf deshalb auf keinen Fall passieren, dass mitten über dem Pazifik die Triebwerke ausfallen. Aus diesem Grund ist es notwendig, die 4 gewaltigen Turbofan-Aggregate peinlich genau auf Schäden zu untersuchen und gründlich zu reinigen. Geschieht das nicht, lagert sich Schmutz auf den Schaufelblatträdern ab, was die Leistung beeinträchtigt und zum Totalversagen führen kann. Abhilfe schafft da nur eine gründliche Wäsche. Vom Cockpit aus werden die Triebwerke gestartet. Anschließend spritzt die Wartungscrew eine Reinigungslösung durch die Schaufelblatträder. Wichtig ist, dass nichts davon im Inneren der Maschine verbleibt, sondern alles hinten wieder vollständig ausgeblasen wird. Rückstände würden während des Fluges gefrieren und Schäden verursachen. Um sie komplett zu trocknen, müssen die Triebwerke außerhalb des Hangars unter Volllast laufen. Doch es gibt ein Problem.
Einer der 18 Reifen des 400 Tonnen schweren Jumbos zeigt deutliche Abnutzungsspuren und muss ersetzt werden. Die Reifen halten etwa 200 Landungen aus. Der hier hatte um die 180 hinter sich. Aufgrund des sehr hohen Gewichts dieser Maschinen wechseln wir sie frühzeitig, um einen Sicherheitspuffer zu haben. Während die Crew den neuen Reifen montiert, rollt ein auf maximal 600 Tonnen ausgelegter Flugzeugschlepper herein und wird an die Bugräder angekoppelt. Anschließend schiebt er die 70 Meter lange Maschine aus dem Hangar und dann über das Vorfeld zum Triebwerktestgelände. Im Cockpit sitzen die beiden Luftfahrttechniker Simon Travers und Steve Sheeky. Sie sind dafür verantwortlich, dass alle vier Triebwerke vollständig trocken sind und die 747 planmäßig starten kann. Es bleiben noch 3 Stunden. Den Schutzzaun da hinten nennt man Blast Fans. Wir rollen jetzt das Flugzeug rückwärts darauf zu, damit der Triebwerksstrahl auf den Zaun trifft. Unser Heck muss genau auf die rote Markierung zeigen. Sobald die Maschine in Position vor den Blast Fans ist, beginnt Simon Travers mit dem Test. Ein gleichzeitiger Check aller 4 Triebwerke mit vollem Schub würde die Bremsen in Rauch aufgehen und den Jumbo quer über das Vorfeld schießen lassen. Travers muss deshalb behutsam vorgehen. 24, 26, bei 2 Triebwerken passiert nichts. Der Luftfahrttechniker schiebt die Gashebel bis zum Anschlag nach vorn, damit jedes noch vorhandene Wasser hinten aus den Triebwerken geblasen wird. Für die Bodencrew bleibt jetzt nur noch eine Aufgabe: den Giganten zur Fluggastbrücke zu ziehen, damit die Passagiere einsteigen können. Es waren anstrengende Stunden für Alan Milne und sein Team. Doch dank ihres Einsatzes konnte die 747ER pünktlich auf die Minute zu ihrem nächsten Transpazifikflug starten. Nach 3 Runden im Kampf um den Titel des ultimativen Superflugzeugs hat die Concorde eine knappe Führung herausgeholt. Wo aber steht sie nach der nächsten Disziplin? Es geht um die Startstrecke. Hier gilt, je weniger, desto besser. Auf dem 5. Platz unser derzeitiger Spitzenreiter, die Concorde. Sie brauchte zum Starten 3500 Meter Rollbahn. Sie musste 400 Kilometer pro Stunde erreichen, um abzuheben. Viel mehr als ein normales Passagierflugzeug. Den 4. Platz belegt die Boeing 747ER. Mit einem Gewicht von über 400 Tonnen braucht sie zum Starten etwas mehr als 3000 Meter Anlauf. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, was sie alles mitschleppt auf ihrer Reise um die Welt. 3. Platz, die Citation 10. Sie kann mit annähernd Schallgeschwindigkeit fliegen, braucht zum Starten aber nur etwas mehr als 1500 Meter Rollbahn. Das heißt, mit diesem Privatjet kann man auf fast jedem Flughafen starten und landen. Der 2. Platz geht an die F-22 Raptor. Dank ihrer leistungsstarken Triebwerke mit Nachbrenner schraubt sie sich schon nach nicht mal 500 Metern in die Luft. Für ein 19-Tonnen-Flugzeug ziemlich bemerkenswert. Platz 1 holt sich eine Maschine mit einer Startstrecke von nur 260 Metern. Es ist die für den Kunstflug gebaute XA-42, mit der sich Manöver durchführen lassen, die man früher für unmöglich hielt. Sehr speziell, aber die beste in ihrem Metier. Vor mehr als einem Jahrhundert trauten sich wagemutige Piloten erstmals daran, Loopings und Rollen zu fliegen. Der Kunstflug war geboren. Auch die erfahrensten Piloten der Welt bekommen dabei jedes Mal einen gewaltigen Adrenalinkick, während sie anscheinend mit Todesverachtung Kunststücke vollführen, in Maschinen, die dafür gebaut wurden, uns den Atem stocken zu lassen.
Kai Schülter ist ein Kunstflugass mit 30 Jahren Flugerfahrung und gleichzeitig Testpilot der Extreme Air XA-42, des wohl wendigsten Flugzeugs, das je gebaut wurde. In den Händen eines guten Kunstfliegers ist sie die ultimative Maschine. Ein echtes Sportgerät. Wie ein Ferrari, nur eben in drei Dimensionen. Spaß pur. Schülter wird heute die Maschine testen, die als nächste das kleine Werk in der Nähe von Magdeburg verlassen soll. Eine 370.000 Euro teure zweisitzige XA-42. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass alles so funktioniert, wie es soll und nichts defekt ist. Gerade einmal 20 dieser kleinen Wunderwerke werden hier pro Jahr hergestellt. Entwickelt nur, um bei Wettbewerben und Flugshows zu begeistern, könnte ihre revolutionäre Konstruktion richtungsweisend für den Bau künftiger Kleinflugzeuge werden. Die XA-42 besteht fast vollständig aus Kohlefaserverbundwerkstoff. Kernstück des Rumpfes ist das einteilige Monocoque, das nach denselben Prinzipien konstruiert ist wie das eines Formel-1-Rennwagens. Die Tragflächen, die ebenfalls aus einem Stück bestehen, werden verstärkt durch ein paar von Kohlefaserstreben. Das Ergebnis? Ein extrem steifes Ultraleichtgewicht, das sogar stabiler ist, als es sich seine Hersteller je erträumten. Bei Tests haben wir die tragende Struktur mit bis zu 18,5 G belastet. Gebrochen ist dabei nichts. Wir wissen also nicht, wie stabil sie ist. Jedenfalls hält sie mehr als 18,5 G aus. Heute steht für die Maschine der entscheidende Testflug an, bei dem Kai Schülter eine ganze Serie extremer Manöver fliegen wird. Sollte irgendetwas mit der XA-42 nicht stimmen, Schülter findet es heraus. Ich werde die ganze Zeit über dem Flugplatz bleiben. Geht etwas schief, schalte ich den Motor aus und bringe sie hier runter. Und im Fall der Fälle habe ich immer noch einen Fallschirm. Genug Öl, Sprit auch, kann losgehen. Zum ersten Mal rollt das nagelneue Flugzeug zur Startbahn. Nach der Freigabe vom Tower gibt Kai Schülter dem 315 PS starken Sechszylindermotor die Sporen. Nur Sekunden später zieht er die kleine Maschine steil in den Himmel. Der erste Check ergibt, alles funktioniert einwandfrei. Schülter kann mit dem Härtetest beginnen. Seine Testflugkür ist genau choreografiert. Sie enthält all die extrem belastenden Manöver, die der Maschine später auch bei Wettkämpfen abverlangt werden. Den Abschluss des Testprogramms bilden Rollen um die Längsachse bei hoher Geschwindigkeit. Dank ihrer riesigen Querruder, die sich über die gesamte Länge der Tragflächen erstrecken, sollte sich die XA-42 schneller drehen können als jedes andere Flugzeug. Schülter schafft eine Rollrate von 420 Grad. Das sind fast 1,25 Drehungen pro Sekunde. Der Testpilot ist mit seinem Flug zufrieden. Festgestellte Mängel keine. Bei den Rollen haben wir 420 Grad in der Sekunde geschafft. Sehr gut. So soll es sein. Die Bewertungen sind abgeschlossen. Sämtliche Tests sind bestanden. Alles lief nach Plan. Die Maschine entspricht voll den Spezifikationen und kann ausgeliefert werden. Es war ein erfolgreicher Tag für die Flugzeugbauer aus Sachsen-Anhalt. Schon bald kann sich der neue Besitzer freuen, am Steuer eines Fluggeräts zu sitzen, das weltweit keine Konkurrenz fürchten muss. Noch liegen sie in unserem Wettstreit gemeinsam in Führung, die F-22 Raptor der US-Luftwaffe und der hochfliegende Businessjet, die Citation 10. Wie aber sieht es nach unserer letzten Disziplin aus, der Schubkraft?
Welches unserer 5 Superflugzeuge hat am meisten Leistung? Auf Platz 5 liegt die XA-42. Ihr 315 PS Motor entwickelt umgerechnet 6,3 Kilonewton Schub. Das scheint nicht viel, aber bei nur 610 Kilogramm Gewicht kann sie damit besser beschleunigen als der schnellste Supersportwagen. Auf Platz 4 die Citation 10. Die beiden Triebwerke des schnellsten Geschäftsflugzeugs der Welt liefern zusammen 62 Kilonewton Schub. Das ist mehr als die Hälfte der Leistung einer 737, reichlich für 9 Passagiere. Auf den 3. Platz schiebt sich die Boeing 747ER. Ihre Triebwerke mit einer Gesamtleistung von 276 Kilonewton erlauben ihr vollbeladen Non-Stop-Flüge von über 14 Stunden. Die 747 gibt's schon seit Jahrzehnten. Sie wurde ständig weiterentwickelt und macht immer noch einen tollen Job. An zweiter Stelle die F-22 Raptor. Mit einer Leistung von über 300 Kilonewton kann der Raubvogel senkrecht in die Luft steigen. Er transportiert nur eine Person und ein paar Waffen. Sein Leistungsgewicht ist daher eine Klasse für sich. Auf Platz 1 aber liegt mit 4 gewaltigen Rolls-Royce Olympus-Triebwerken, die insgesamt 677 Kilonewton Schub liefern, die Concorde. Die stärkste Verkehrsmaschine, die es je gab. Um mit 128 Passagieren schneller als der Schall zu sein, braucht man so viel Kraft. Als die Concorde 1976 erstmals Passagiere über den Atlantik brachte, markierte das eine neue Ära der zivilen Luftfahrt. Fast 3 Jahrzehnte lang bot die Flotte aus 14 Flugzeugen dem wahren Jetset dieser Welt die einzige Möglichkeit, mit Überschallgeschwindigkeit zu verreisen. Captain Mike Bannister war der Concorde-Chefpilot der British Airways, bis die Flotte 2003 außer Dienst gestellt wurde. Heute ist er zum Brooklands Museum im englischen Surrey gefahren, um herauszufinden, ob er noch immer das Zeug hat, solch eine außergewöhnliche Maschine zu fliegen. Wenn Leute sie am Himmel sahen, meinten sie immer, da kommt die Concorde. Nicht eine Concorde, die Concorde. Sie war eine Ikone ihrer Zeit und ist noch immer zukunftsweisend. Die Concorde entstand aus der Zusammenarbeit der französischen und britischen Luftfahrtindustrie. Gemeinsam schufen sie ein Flugzeug, das in Aussehen und Leistungsfähigkeit einzigartig war. Sie sieht aufregend aus und ist aus Pilotensicht eine besondere Herausforderung. Nicht schwieriger zu fliegen als andere Maschinen, aber sehr komplex. Man muss doppelt so viel tun in der Hälfte der Zeit. Concorde-Piloten hatten 6 Monate Intensivtraining in solch einem Simulator, bevor sie an den Steuerknüppel der echten Maschine durften. Bei einem Jumbo dauert diese Ausbildung nur halb so lang. Wir sind hier in New York, Startbahn 31 links, Richtung Nordwest. Diese Simulatoren kosteten damals 3 Millionen Pfund. Heute wären das über 25 Millionen Euro. Deshalb wurden auch nur 2 gebaut. Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass Mike Bannister die echte Maschine zum letzten Mal geflogen hat. Los geht's. Mit Vollgas die Startbahn runter. Jedes der 4 Triebwerke entwickelt jetzt 170 Kilonewton Schub und die Maschine ist sehr leicht. Bei Tempo 400 ziehe ich sie hoch und fahre anschließend die charakteristische Nase nach oben. Das macht sie aerodynamischer und ermöglicht erst den Überschallflug. Um die Schallmauer durchbrechen zu können, brauchte die Concorde extrem leistungsfähige Triebwerke. Und die sahen so aus. Gleich 4 dieser gewaltigen Rolls-Royce-Turbojet-Aggregate kamen bei ihr zum Einsatz. Ricky Baston war einer der Ingenieure, die an der Concorde gearbeitet haben. Keiner kennt die revolutionären Triebwerke besser als er. Man muss sie sich wie einen riesigen Staubsauger vorstellen, mit 14 Verdichtungsstufen, die die einströmende Luft immer mehr zusammenpressen. Hier im Mittelteil werden Luft und Treibstoff gemischt und entzündet. Von da aus geht es in Richtung Auslassdüse.
Hier wird es heißer und heißer. Zu erkennen auch daran, dass die Legierungen nach hinten hin immer exotischer werden. Im Prinzip arbeitet so ein Strahltriebwerk also nach einem ziemlich einfachen Konzept. Einsaugen, zusammenpressen, explodieren lassen, ausblasen. Hier haben wir den Nachbrenner. Besonders spektakulär beim Start der Concorde war immer, hinten die Flammen rausschlagen zu sehen. Die stammten vom Nachbrenner. Mit dem haben wir den Schub um 18% erhöht. Man spritzt dazu extra Treibstoff ein, der in diesem Ring hier verbrannt wird, daher die Flammen und das Glühen. Nach dem Start schaltet man ihn aber sofort ab, weil er Unmengen von Kerosin verbraucht. Erst wenn man beschleunigen muss, um die Schallmauer zu durchbrechen, wird er wieder zugeschaltet. Das wirklich Bemerkenswerte an diesem Triebwerk ist die Effizienz, die es bei der Geschwindigkeit von Mach 2 hatte. Und das Konzept wurde ja schon vor Jahrzehnten entwickelt. Es war das effizienteste Düsentriebwerk aller Zeiten. Bis heute. Ein Flugzeug zu konstruieren, das mit doppelter Schallgeschwindigkeit fliegen konnte, schuf damals eine Reihe besonderer Probleme, die auch besonderer Lösungen bedurften. Eine herkömmliche Maschine hält im Flug die Balance mittels beweglicher Steuerflächen am Höhenleitwerk. Wenn sie betätigt werden, entsteht jedoch Luftwiderstand. Bei der Concorde dagegen kam ein ausgeklügeltes Pumpensystem zum Einsatz. Damit wurde Treibstoff in verschiedene Tanks in Rumpf, Heck oder Tragflächen verlagert und so der Schwerpunkt der Maschine nach Bedarf verändert, ohne dass sie an Geschwindigkeit verlor. Zurück im Simulator. Captain Mike Bannister hat inzwischen erfolgreich die Schallmauer durchbrochen und erreicht bald die Höchstgeschwindigkeit der Concorde. Wir steigen jetzt weiter auf 15.000 Meter. Dort erreichen wir Mach 2, die doppelte Schallgeschwindigkeit. Das sind 2170 Kilometer pro Stunde oder 600 Meter in der Sekunde. Schneller als eine Gewehrkugel. 10 Jahre hat Mike Bannister nicht mehr am Steuer der Concorde gesessen. Dennoch hat er bewiesen, dass er sie noch immer fliegen kann. Mit einer Geschwindigkeit, an die heutige Passagiermaschinen nicht annähernd herankommen. Sie ist schon über 10 Jahre außer Dienst, sieht aber immer noch aus wie eine Rakete und fliegt auch so. Ihren Erbauern muss man große Anerkennung zollen, dass sie etwas so Sensationelles vor so vielen Jahren auf die Beine gestellt haben. Fünf faszinierende Flugzeuge, fünf technische Meisterwerke. Jede Maschine in ihrem Bereich Spitzenklasse. Aber welche ist die beste der besten? Um das herauszufinden, müssen wir die Ergebnisse aller Disziplinen zusammenrechnen. Reichweite, Geschwindigkeit, Schubkraft, Startstrecke und Reiseflughöhe. Hier das Endergebnis. Auf den 5. Platz stürmt ein Flugkünstler der Extraklasse, die Extreme Air XA42. Auf Platz 4 schwebt ein, das Schwergewicht der Langstrecke, die Boeing 747-400ER. Den 3. Platz erkämpft sich das schnellste Geschäftsflugzeug der Welt, die Citation 10. Im Sturm den 2. Platz erobert hat der Überschall-Tarnkappenjäger der US-Luftwaffe, die F-22 Raptor. Damit steht der Sieger fest. Es ist die Concorde. Schon lange nicht mehr im Dienst, bleibt sie eines jedoch immer. Eine der wirklich bahnbrechenden Konstruktionen des modernen Zeitalters. Die Leute haben alles stehen und liegen gelassen, wenn sie die Concorde sahen. Sie war ihrer Zeit um Längen voraus. Sie ist zweifellos das ultimative Superflugzeug. Jumbo. Möglich wurde dies durch einige tiefgreifende Modifikationen. Gegenüber der Basisversion einer 747-400 wurde im Frachtraum ein zusätzlicher 10 Tonnen Treibstofftank installiert. Rumpf und Tragflächen wurden verstärkt, um die Stabilität zu erhöhen. Ebenso das Fahrwerk, damit es dem höheren Gewicht der umgebauten Maschine gewachsen ist.
Noch 5 Stunden bis zum nächsten Start. Auf dem Non-Stop-Flug von Sydney nach Dallas wird diese Maschine 80% der Zeit über Wasser verbringen. Eines darf deshalb auf keinen Fall passieren, dass mitten über dem Pazifik die Triebwerke ausfallen. Aus diesem Grund ist es notwendig, die 4 gewaltigen Turbofan-Aggregate peinlich genau auf Schäden zu untersuchen und gründlich zu reinigen. Geschieht das nicht, lagert sich Schmutz auf den Schaufelblatträdern ab, was die Leistung beeinträchtigt und zum Totalversagen führen kann. Abhilfe schafft da nur eine gründliche Wäsche. Vom Cockpit aus werden die Triebwerke gestartet. Anschließend spritzt die Wartungscrew eine Reinigungslösung durch die Schaufelblatträder. Wichtig ist, dass nichts davon im Inneren der Maschine verbleibt, sondern alles hinten wieder vollständig ausgeblasen wird. Rückstände würden während des Fluges gefrieren und Schäden verursachen. Um sie komplett zu trocknen, müssen die Triebwerke außerhalb des Hangars unter Volllast laufen. Doch es gibt ein Problem. Einer der 18 Reifen des 400 Tonnen schweren Jumbos zeigt deutliche Abnutzungsspuren und muss ersetzt werden. Die Reifen halten etwa 200 Landungen aus. Der hier hatte um die 180 hinter sich. Aufgrund des sehr hohen Gewichts dieser Maschinen wechseln wir sie frühzeitig, um einen Sicherheitspuffer zu haben. Während die Crew den neuen Reifen montiert, rollt ein auf maximal 600 Tonnen ausgelegter Flugzeugschlepper herein und wird an die Bugräder angekoppelt. Anschließend schiebt er die 70 Meter lange Maschine aus dem Hangar und dann über das Vorfeld zum Triebwerktestgelände. Im Cockpit sitzen die beiden Luftfahrttechniker Simon Travers und Steve Sheeky. Sie sind dafür verantwortlich, dass alle 4 Triebwerke vollständig trocken sind und die 747 planmäßig starten kann. Es bleiben noch 3 Stunden. Den Schutzzaun da hinten nennt man Blast Fans. Wir rollen jetzt das Flugzeug rückwärts darauf zu, damit der Triebwerksstrahl auf den Zaun trifft. Unser Heck muss genau auf die rote Markierung zeigen. Da die Concorde jedoch nicht mehr fliegt, holt sich den 1. Platz in dieser Disziplin mit einer Dienstgipfelhöhe von 15.545 Metern die Citation 10. Wer mit Stil die Welt bereisen will, liegt mit der Citation richtig. Der Preis dafür ist aber heftig. Das Cessna-Flugzeugwerk in Wichita in Kansas. Seit 1927 hat Cessna über 200.000 Maschinen produziert. Ein Highlight ist dieser Business-Jet der Superlative, die Citation 10. Ihre Erbauer sind überzeugt, dass sie ihre Konkurrenz locker abhängt. Mike Voigt ist ihr Testpilot, ein erfahrener Flieger mit über 6.500 Flugstunden. Wir sind stolz, dass unsere Maschine schneller ist als jeder andere Businessjet. Es ist immer schön, irgendwo der Beste zu sein. Für dieses Versuchsmodell steht heute ein entscheidender Testflug an. Treten dabei Probleme auf, werden die Ingenieure vielleicht um Monate zurückgeworfen. Geht alles glatt, kommen sie dem Ziel wieder etwas näher, das schnellste Geschäftsflugzeug der Welt auf den Markt zu bringen. Die Citation 10 ist das Spitzenmodell des meistverkauften Businessjets der Welt. Um Kraftstoff zu sparen, kann sie in einer Höhe von 15.500 Metern fliegen, mit nahezu Schallgeschwindigkeit. Die Maschine ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit. Projektleiter Jeff Jonesmeyer war von Anfang an dabei. Weil sie so hoch und so schnell fliegt, mussten wir traditionelle Konstruktionstechniken mit neuen, innovativen kombinieren. Hier sehen wir zum Beispiel herkömmliches Aluminium und dort diese extrem festen Verstärkungen und zahlreiche Niete, um die Stabilität zu erhöhen. Später kommt hier noch eine sehr leichte, hochfeste Haut aus Verbundmaterial drüber. Die Dienstgipfelhöhe der Maschine liegt bei 15.500 Metern. Kaum ein anderes kommerzielles Flugzeug erreicht das. Je höher man in der Atmosphäre steigt, desto geringer wird der Luftdruck.
wobei der in der Kabine natürlich stets so gehalten wird, dass die Passagiere atmen können. Der gewaltige Unterschied zwischen Außen- und Innendruck aber erfordert, den Rumpf extrem stabil zu bauen. Die Citation 10 ist das Ergebnis unermüdlicher Arbeit von Ingenieuren, Monteuren und Designern. Es dauert Jahre, um ein derart komplexes und technisch effizientes Flugzeug zu bauen. Damit ein 10 Tonnen schwerer Jet auf beinahe Schallgrad... Mehr als die Hälfte der Leistung einer 737, reichlich für 9 Passagiere. Auf den dritten Platz schiebt sich die Boeing 747ER. Ihre Triebwerke mit einer Gesamtleistung von 276 kN erlauben ihr vollbeladen Non-Stop-Flüge von über 14 Stunden. Die 747 gibt es schon seit Jahrzehnten. Sie wurde ständig weiterentwickelt und macht immer noch einen tollen Job. An zweiter Stelle die F-22 Raptor. Mit einer Leistung von über 300 kN kann der Raubvogel senkrecht in die Luft steigen. Er transportiert nur eine Person und ein paar Waffen. Sein Leistungsgewicht ist daher eine Klasse für sich. Auf Platz 1 aber liegt mit 4 gewaltigen Rolls-Royce Olympus-Triebwerken, die insgesamt 677 kN Schub liefern, die Concorde. Die stärkste Verkehrsmaschine, die es je gab. Um mit 128 Passagieren schneller als der Schall zu sein, braucht man so viel Kraft. Als die Concorde 1976 erstmals Passagiere über den Atlantik brachte, markierte das eine neue Ära der zivilen Luftfahrt. Fast 3 Jahrzehnte lang bot die Flotte aus 14 Flugzeugen dem wahren Jetset dieser Welt die einzige Möglichkeit, mit Überschallgeschwindigkeit zu verreisen. Captain Mike Bannister war der Concorde-Chefpilot der British Airways, bis die Flotte 2003 außer Dienst gestellt wurde. Heute ist er zum Brooklands Museum im englischen Surrey gefahren, um herauszufinden, ob er noch immer das Zeug hat, solch eine außergewöhnliche Maschine zu fliegen. Wenn Leute sie am Himmel sahen, meinten sie immer, da kommt die Concorde. Nicht eine Concorde, die Concorde. Sie war eine Ikone ihrer Zeit und ist noch immer zukunftsweisend. Die Concorde entstand aus der Zusammenarbeit der französischen und britischen Luftfahrtindustrie. Gemeinsam schufen sie ein Flugzeug, das in Aussehen und Leistungsfähigkeit einzigartig war. Sie sieht aufregend aus und ist aus Pilotensicht eine besondere Herausforderung. Nicht schwieriger zu fliegen als andere Maschinen, aber sehr komplex. Man muss doppelt so viel tun in der Hälfte der Zeit. Concorde-Piloten hatten 6 Monate Intensivtraining in solch einem Simulator, bevor sie an den Steuerknüppel der echten Maschine durften. Bei einem Jumbo dauert diese Ausbildung nur halb so lang. Wir sind hier in New York, Startbahn 31 links, Richtung Nordwest. Diese Simulatoren kosteten damals 3 Millionen Pfund. Heute wären das über 25 Millionen Euro. Deshalb wurden auch nur 2. Im Allgemeinen haben sie so gut gearbeitet, dass ich kaum noch Fragen habe und eigentlich die Triebwerke gleich anwerfen könnte. Es ist 11 Uhr. Andrew Gray sitzt schon im Cockpit und lässt die Raptor zur Startbahn rollen. Dank einer Schubkraft von mehr als 300 kN hebt der Jet schon nach wenigen Sekunden ab und ist in seinem Element. Grays Aufgabe ist jetzt, die Kraft und Wendigkeit der Raptor zu nutzen, um in Schussposition zu kommen. Und dafür zu sorgen, dass er nicht selbst abgeschossen wird. Überall am Jet sind Sensoren angebracht, die mir Informationen liefern. Als Kampfpilot muss ich nämlich nicht nur wissen, dass da draußen was ist, sondern was es ist. Mit diesen Daten kann ich blitzschnell Freund von Feind unterscheiden, die Gefahrenlage einschätzen und dementsprechend reagieren. Beautiful, just beautiful. Wenn es tatsächlich zum Luftkampf kommt, ist die Raptor ein furchterregender Gegner. Als Tarnkappenjagdflugzeug ist es auf Distanz unsichtbar und in der Nähe unschlagbar.
Das liegt an der Kombination aus aerodynamisch extrem effizientem Rumpf, innovativer Bordelektronik, Hightech-Bewaffnung und zwei gewaltigen Turbofan-Triebwerken mit Nachbrennern. Deren enorme Kraft erlaubt es der Raptor, mehrere hundert Kilometer pro Stunde schneller zu fliegen als die russische MiG-29M. Geschwindigkeit ist jedoch nicht alles. Ebenso wichtig wie der Antrieb ist die revolutionäre Steuerung der Maschine. Bei herkömmlichen Kampfjets manövriert der Pilot mit Hilfe von Quer-, Höhen- und Seitenruder. Die Raptor besitzt zusätzlich eine Schubvektorsteuerung. Die Auslassdüsen können um jeweils 20 Grad nach oben und unten geschwenkt werden, was die Wendigkeit enorm erhöht und Manöver zulässt, von denen andere Piloten nur träumen. Und genau darauf vertraut Captain Andrew Gray jetzt in dem simulierten Luftkampf über der Wüste New Mexicos. Er ist noch keine Stunde in der Luft, verzeichnet aber schon 4 Abschüsse und wurde bisher kein einziges Mal selbst getroffen. Die Übung verlief für ihn wie nach Maß. Zufrieden und erleichtert bringt er seinen Multimillionen-Dollar-Raubvogel wieder zur Basis zurück. Es ist ein wirklich großer Tag für uns. Tausende Stunden haben wir daran gearbeitet. Und was wir im Simulator getestet haben, wird jetzt in der Praxis überprüft. Der Start ist freigegeben. Mike Voigt zieht die Citation 10 steil nach oben in den Testflugkorridor. Die Maschine ist vollgepackt mit modernsten Messinstrumenten. Die gesammelten Daten werden ständig an die Ingenieure am Boden übermittelt, die sie sofort analysieren. Als erstes wird überprüft, wie sich die Maschine bei einem sogenannten Slow-Speed-Stall verhält, bei einem Strömungsabriss im Langsamflug. In 7500 Metern Höhe richtet Mike Voigt den Jet horizontal aus und nimmt den Schub zurück. Die Maschine verliert an Geschwindigkeit. Zum Ausgleich nimmt der Pilot die Nase der Citation hoch, damit sie so lange wie möglich weiter horizontal fliegt. Ein Schütteln des Jets zeigt an, dass er kurz vor dem Abkippen ist. Seine Geschwindigkeit verringert sich um etwa einen Knoten pro Sekunde. Wenn der Anstellwinkel hier bei 25 ist, nimmt er vermutlich die Nase runter und taucht nach vorn ab. Und das passiert genau jetzt. Jetzt geht er runter. Sieht gut aus. Und sauber abgefangen. Perfekt. Die Citation hat exakt so reagiert wie vorausgesagt. Als nächstes stehen die Geschwindigkeitstests an. Mike Voigt gibt vollen Schub und beschleunigt die Maschine so lange, bis sie ihre Maximalgeschwindigkeit von Mach 0,935 erreicht hat. Umgerechnet mehr als 1100 Kilometer pro Stunde. Auch das klappt problemlos. Pilot und Ingenieure können zufrieden sein. Jahre harter Arbeit haben sich offensichtlich gelohnt. Wir haben alle Tests für heute abgeschlossen. Sämtliche Daten sehen gut aus. Auch Mike meldet, dass alles okay ist. Wir freuen uns, Sie gleich in Empfang zu nehmen. Der Testflug war ein voller Erfolg. Wenig später erhält das derzeit schnellste Geschäftsflugzeug problemlos seine Zulassung und geht in den Verkauf. Momentan liegen die Raptor, die Concorde und die Citation 10 alle gleich auf an erster Stelle. Wie aber schlagen sie sich bei der nächsten Disziplin der Reichweite? Wie weit können unsere Superflugzeuge jeweils fliegen, bevor sie auftanken müssen? An fünfter Stelle die XA-42, am Steuerknüppel eine Raptor verbracht. Heute wird er all seine Erfahrung als Kampfpilot brauchen, bei einem Einsatz, der sowohl Mensch als auch Maschine an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen wird. Wir führen heute ein Luftkampfmanöver durch. Auf der einen Seite sind mein Flügelmann und ich, auf der anderen unsere Gegner, die wir ausschalten müssen.
Der Pilot, dem es am besten gelingt, die Maschine zum Teil seines Körpers zu machen, wird am Ende gewinnen. Bei dieser Übung wird Gray G-Kräften vom Zehnfachen seines Körpergewichts ausgesetzt und Geschwindigkeiten von fast 2.500 Kilometern pro Stunde erreichen. Wenn wir zur Maschine kommen, haben die Servicekräfte den Jet meistens schon in den Code-1-Zustand versetzt. Also soweit startklar gemacht, dass wir gleich losfliegen können. Im Allgemeinen haben sie so gut gearbeitet, dass ich kaum noch Fragen habe und eigentlich die Triebwerke gleich anwerfen könnte. Es ist 11 Uhr. Andrew Gray sitzt schon im Cockpit und lässt die Raptor zur Startbahn rollen. Dank einer Schubkraft von mehr als 300 Kilonewton hebt der Jet schon nach wenigen Sekunden ab und ist in seinem Element. Grays Aufgabe ist jetzt, die Kraft und Wendigkeit der Raptor zu nutzen, um in Schussposition zu kommen. Und dafür zu sorgen, dass er nicht selbst abgeschossen wird. Überall am Jet sind Sensoren angebracht, die mir Informationen liefern. Als Kampfpilot muss ich nämlich nicht nur wissen, dass da draußen was ist, sondern was es ist. Mit diesen Daten kann ich blitzschnell Freund von Feind unterscheiden, die Gefahrenlage einschätzen und dementsprechend reagieren. Wenn es tatsächlich zum Luftkampf kommt, ist die Raptor ein furchterregender Gegner. Als Tarnkappenjagdflugzeug ist es auf Distanz unsichtbar und in der Nähe unschlagbar. Das liegt an der Kombination aus aerodynamisch extrem effizientem Rumpf, innovativer Bordelektronik, Hightech-Bewaffnung und zwei gewaltigen Turbofan-Triebwerken mit Nachbrennern. Deren enorme Kraft erlaubt es der Raptor, mehrere hundert Kilometer pro Stunde schneller zu fliegen als die russische MiG-29M. Geschwindigkeit ist jedoch nicht alles. Ebenso wichtig wie der Antrieb ist die revolutionäre Steuerung der Maschine. Ein echtes Sportgerät. Wie ein Ferrari, nur eben in drei Dimensionen. Spaß pur. Schülter wird heute die Maschine testen, die als nächste das kleine Werk in der Nähe von Magdeburg verlassen soll. Eine 370.000 Euro teure zweisitzige XA-42. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass alles so funktioniert, wie es soll und nichts defekt ist. Gerade einmal 20 dieser kleinen Wunderwerke werden hier pro Jahr hergestellt. Entwickelt nur, um bei Wettbewerben und Flugshows zu begeistern, könnte ihre revolutionäre Konstruktion richtungsweisend für den Bau künftiger Kleinflugzeuge werden. Die XA-42 besteht fast vollständig aus Kohlefaserverbundwerkstoff. Kernstück des Rumpfes ist das einteilige Monocoque, das nach denselben Prinzipien konstruiert ist wie das eines Formel-1-Rennwagens. Die Tragflächen, die ebenfalls aus einem Stück bestehen, werden verstärkt durch ein paar von Kohlefaserstreben. Das Ergebnis? Ein extrem steifes Ultraleichtgewicht, das sogar stabiler ist, als es sich seine Hersteller je erträumten. Bei Tests haben wir die tragende Struktur mit bis zu 18,5 G belastet. Gebrochen ist dabei nichts. Wir wissen also nicht, wie stabil sie ist. Jedenfalls hält sie mehr als 18,5 G aus. Heute steht für die Maschine der entscheidende Testflug an, bei dem Kai Schulter eine ganze Serie extremer Manöver fliegen wird. Sollte irgendetwas mit der XA-42 nicht stimmen, Schulter findet es heraus. Ich werde die ganze Zeit über dem Flugplatz bleiben. Geht etwas schief, schalte ich den Motor aus und bringe sie hier runter. Und im Fall der Fälle habe ich immer noch einen Fallschirm. Genug Öl, Sprit auch, kann losgehen. Zum ersten Mal rollt das nagelneue Flugzeug zur Startbahn. Nach der Freigabe vom Tower gibt Kai Schulter dem 315 PS starken Sechszylindermotor die Sporen.
Nur Sekunden später zieht er die kleine Maschine steil in den Himmel. Der erste Check ergibt, alles funktioniert einwandfrei. Schulter kann mit dem Härtetest beginnen. Seine Testflugkür ist genau choreografiert. Sie enthält all die extrem belastenden Manöver, die der Maschine später auch bei Wettkämpfen abverlangt werden. Bäumten. Bei Tests haben wir die tragende Struktur mit bis zu 18,5 G belastet. Gebrochen ist dabei nichts. Wir wissen also nicht, wie stabil sie ist. Jedenfalls hält sie mehr als 18,5 G aus. Heute steht für die Maschine der entscheidende Testflug an, bei dem Kai Schulter eine ganze Serie extremer Manöver fliegen wird. Sollte irgendetwas mit der XA-42 nicht stimmen, Schulter findet es heraus. Ich werde die ganze Zeit über dem Flugplatz bleiben. Geht etwas schief, schalte ich den Motor aus und bringe sie hier runter. Und im Fall der Fälle habe ich immer noch einen Fallschirm. Genug Öl, Sprit auch, kann losgehen. Zum ersten Mal rollt das nagelneue Flugzeug zur Startbahn. Nach der Freigabe vom Tower gibt Kai Schulter dem 315 PS starken Sechszylindermotor die Sporen. Nur Sekunden später zieht er die kleine Maschine steil in den Himmel. Der erste Check ergibt, alles funktioniert einwandfrei. Schulter kann mit dem Härtetest beginnen. Seine Testflugkür ist genau choreografiert. Sie enthält all die extrem belastenden Manöver, die der Maschine später auch bei Wettkämpfen abverlangt werden. Den Abschluss des Testprogramms bilden Rollen um die Längsachse bei hoher Geschwindigkeit. Dank ihrer riesigen Querruder, die sich über die gesamte Länge der Tragflächen erstrecken, sollte sich die XA-42 schneller drehen können als jedes andere Flugzeug. Schulter schafft eine Rollrate von 420 Grad. Das sind fast 1¼ Drehungen pro Sekunde. Der Testpilot ist mit seinem Flug zufrieden. Festgestellte Mängel keine. Bei den Rollen haben wir 420 Grad in der Sekunde geschafft. Sehr gut. So soll es sein. Die Bewertungen sind abgeschlossen. Sämtliche Tests sind bestanden. Alles lief nach Plan. Die Maschine entspricht voll den Spezifikationen und kann ausgeliefert werden. Es war ein erfolgreicher Tag für die Flugzeugbauer aus Sachsen-Anhalt. Schon bald kann sich der neue Besitzer freuen, am Steuer eines Fluggeräts zu sitzen, das weltweit keine... ...müssen bei ihren Figuren ein Tempolimit einhalten. Die hier nicht. Sie kann jedes Manöver mit Topspeed fliegen. Ziemlich beängstigend. Platz 4 belegt die Boeing 747ER mit einer Reisegeschwindigkeit von 920 Kilometern pro Stunde. Sie ist der langsamste Jet in unserer Runde, aber auch bei weitem der größte. Silvester feiern auf zwei verschiedenen Kontinenten innerhalb von 24 Stunden? Mit dieser Maschine kein Problem. An dritter Stelle die Citation 10. Ihre Höchstgeschwindigkeit von 1144 Kilometern pro Stunde liegt nur knapp unter der Schallgrenze. Nur mit einer Militärmaschine könnte ein eiliger Geschäftsmann noch schneller reisen. Der zweite Platz geht an die Concorde. Sie hat nicht nur die Schallmauer durchbrochen, sondern mehr Zeit im Überschallbereich verbracht als jedes andere Flugzeug. Sie war die Spitzenmaschine ihrer Zeit. Und Vergleichbares kommt wohl so bald nicht nach. An erster Stelle ein Raubvogel, der den Himmel mit mehr als zweifacher Schallgeschwindigkeit durchschneidet und dank seiner Tarnkappe für den Feind kaum zu entdecken ist. Die Raptor, der Hightech-Kampfbomber der US-Luftwaffe.
Ihre genaue Höchstgeschwindigkeit ist geheim, liegt aber über der doppelten Schallgeschwindigkeit. Die Raptor fliegt ihren Einsatz und ist wieder weg, bevor sie entdeckt wird. Die Holloman Luftwaffenbasis in New Mexico. Heimat des 49. Jagdgeschwaders und seiner Schwadron von F-22 Kampfflugzeugen. Nur wenige Auserwählte kommen je ins Cockpit dieser 150 Millionen Dollar teuren Maschinen. Major Gringo Tallis ist einer von ihnen. Tallis ist nicht nur F-22-Pilot, sondern bildet auch andere Flieger auf dieser Maschine aus. Er ist dafür verantwortlich, dass sie später eines der schnellsten Flugzeuge beherrschen, die je gebaut wurden. Die F-22 ist die ultimative Kampfmaschine. Sie ist ein Waffensystem von unvorstellbarer Flexibilität und Kampfkraft, mit dem man Einsätze von größter Präzision in wahnwitziger Geschwindigkeit fliegen kann. Heute wird Tallis drei Raptor-Piloten dieser Basis in einem simulierten Kampfeinsatz testen und bewerten. Captain Andrew Gray hat schon über 200 Flugstunden am Steuerknüppel einer Raptor verbracht. Heute wird er all seine Erfahrung als Kampfpilot brauchen, bei einem Einsatz, der sowohl Mensch als auch Maschine an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen wird. Wir führen auf größere Höhe tunen. Aber wer würde sie dann noch sehen? An vierter Stelle die Boeing 747ER. Sie kann bis zu 14 Stunden nonstop fliegen, und zwar in über 13.000 Metern Höhe. Bei solchen Langstreckenmaschinen dreht sich alles um Effizienz. Und in 13.000 Metern Höhe arbeiten die Triebwerke dieses Jumbos einfach am sparsamsten. Platz 3 belegt die Raptor. Die F-22 kann über 15.000 Meter hoch fliegen. Wie hoch genau, ist offiziell nicht bekannt. Und auf diese Höhe kann sie vom Start weg nahezu senkrecht steigen. Phänomenal. Zweiter Platz, die Concorde. Als sie noch im Dienst war, flog sie in mehr als 18.000 Metern Höhe mit Überschallgeschwindigkeit über den großen Teich. Darum ging's. Die Concorde sollte wahnwitzige Höhen erreichen, dort bleiben und drei Stunden später war man über den Atlantik. Da die Concorde jedoch nicht mehr fliegt, holt sich den ersten Platz in dieser Disziplin mit einer Dienstgipfelhöhe von 15.545 Metern, die Citation 10. Wer mit Stil die Welt bereisen will, liegt mit der Citation richtig. Der Preis dafür ist aber heftig. Das Cessna-Flugzeugwerk in Wichita in Kansas. Seit 1927 hat Cessna über 200.000 Maschinen produziert. Ein Highlight ist dieser Business-Jet der Superlative, die Citation 10. Ihre Erbauer sind überzeugt, dass sie ihre Konkurrenz locker abhängt. Mike Voigt ist ihr Testpilot, ein erfahrener Flieger mit über 6.500 Flugstunden. Wir sind stolz, dass unsere Maschine schneller ist als jeder andere Businessjet. Es ist immer schön, irgendwo der Beste zu sein. Für dieses Versuchsmodell steht heute ein entscheidender Testflug an. Treten dabei Probleme auf, werden die Ingenieure vielleicht um Monate zurückgeworfen. Geht alles glatt, kommen sie dem Ziel wieder etwas näher, das schnellste Geschäftsflugzeug der Welt auf den Markt zu bringen. Die Citation 10 ist das Spitzenmodell des meistverkauften Businessjets der Welt. Um Kraftstoff zu sparen, kann sie in einer Höhe von 15.500 Metern fliegen, mit nahezu Schallgeschwindigkeit. Die Maschine ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit. Projektleiter Jeff Jonesmeyer war von Anfang an dabei. Weil sie so